herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute mache ich mal ein anderes Video und zwar fragen euch echt sehr, sehr viele Leute, wie ich eigentlich mit meinem Hate umgehe. Und ja, auf jeden Fall lache ich mich von meinen Hatern immer richtig, richtig kaputt. Immer wenn ich so TikTok gucke und dann durch meine For You-Page scrolle und ich dann immer so welche Hater sehe, muss ich mich immer richtig, richtig kaputt lachen. Also die unterhalten mich total. Und ja, auf jeden Fall finde ich das echt so, so lustig. Und ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele TikToks rausgesucht und wollte euch einfach mal zeigen, wie ich damit umgehe. Und ja, auf jeden Fall habe ich auch die Usernames ausgeblendet, damit ich sie nicht bloßstelle. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir beginnen mal mit dem ersten TikTok. Ein Video am Kanal Roblox Lara. Ach nee, wir dachten jetzt, wir werden bei The Voice. Giraffen habe und dann kann ich den Mega-Neon-Kuh für eine Giraffe traden. Die hofft halt. Oh mein Gott. Biedel, man kann sich auch teleportieren. Versuchen wir das auch nach, Leute. Okay, ein richtig, richtig cooles Video. Wir traden so viel. Erstmal selbst loben. Video am Kanal Roblox Lara. Ach nee, wir dachten jetzt, wir werden bei The Voice. Tut mir leid, aber ich meine Begrüßung. Giraffen habe und dann kann ich den Mega-Neon-Kuh für eine Giraffe traden. Die hofft halt. Ich habe sogar eine bekommen. Oh mein Mädel, man kann sich auch teleportieren. Mädel, ich weiß das, aber ich mach's einfach nicht. Versuchen wir das auch nach, Leute. Okay, cooles Video. Wir traden so viel. Erstmal selbst loben. Ich hab mich halt nur gefreut. Kommen wir nun zum nächsten TikTok. Ein Flared Parrot. Ich hab halt leider schon einen Neon Parrot. Deswegen, nein, tut mir leid. Erstmal Fett Flex mit Neon Parrot, ne? Das ist ein Flyride Diamond Unicorn. Oha, wie krass. Also ich würde mal gucken, ob sie das akzeptieren würde, aber ich würde das nicht machen. Okay, ich mach's nicht. So. Was ist falsch mit dir? Das ist das beste Tier aus dem Ei. Und es ist auch noch Right Fly. Was ist falsch mit dir, Alter? Ui. Ein Flared Parrot. Ich habe halt leider schon einen Neon Parrot. Deswegen, nein, tut mir leid. Erstmal Fett Flex mit Neon Parrot, ne? Ja, ne? Genau das wollte ich machen. Das ist ein Flyride Diamond Unicorn. Oha, wie krass. Also ich würde mal gucken, ob sie das akzeptieren würde. Aber ich würde das nicht machen. Okay, ich mach's nicht. So. Was ist falsch mit dir? Das ist das beste Tier aus dem Ei. Und es ist auch noch Right Fly. Was ist falsch mit dir, Alter? Ui. Oh Mann, ich weiß, dass es das beste Pet aus dem Ei ist, aber hättest du mal den Titel richtig gelesen, hättest du gewusst, dass ich mir für das Ei nur Offers angucken wollte und danach aufmachen möchte, weil das spannend ist und meine Fans dann gucken können, oh, was kommt aus dem Ei raus und dann, weil vielleicht kommt ein Diamond Dragon raus oder ein Diamond Unicorn oder eben ein Diamond Griffin und deswegen ist das richtig spannend und ich mache lieber dann das Ei auf, anstatt es zu traden. Und ja, es geht auf jeden Fall auch für alle meine Videos, wo ich Eier öffne und da mir Offers angucke. Ui. Kommen wir nun zum nächsten TikTok. Hi Leute, ich bekomme die ganze Zeit so eine dumme Nachrichten, so wie, sie freut sich ja nur und so darf man sich nicht freuen, lass sie doch einfach. Ich weiß, jeder hat seine eigene Meinung, man darf sie auch natürlich sagen, natürlich, da habe ich ja nichts dagegen, ja. Natürlich respektiere ich auch eure Meinung, nur das ist jetzt mein Account. Und ich darf machen, was ich will. So wie Roblox Lara. Und wenn euch meine Meinung nicht passt, dann sperrt mich einfach. Und dann schaut einfach auch nicht meine Videos an. Jetzt sagt ihr auch bestimmt, dass ich auch Roblox Laras Videos nicht anschauen soll. Schau ich auch nicht. Aber trotzdem, mit so einem Alter geht das nicht. Ich weiß, das entscheide nicht ich. Aber so ist es. Und es gibt letzter Zeit viele Haters. Ha! Kein Kommentar dazu, Leute. Kommen wir nun zum nächsten TikTok. Aber also hier gibt es einen Bell Dragon, eine Mega Neon Turtle, hier ist ein Arctic Reindeer und da ist auch ein Parrot. Mädel, wir sind nicht blind. Also, sorry, aber wir sind hier nicht blind, okay? Kommt man direkt irgendein Pet raus? Nämlich, ich hole einfach mal meinen Ride Parrot raus. Ja, es ist wirklich kein Flex. Mal gucken, was er jetzt reinfuhrt. Ein Flared Evil Unicorn. Okay, das hat er jetzt wieder rausgetan und wieder reingetan. Ich sag mal, ah, okay, jetzt gibt er noch einen Right Brown Bear. Aber das mache ich leider nicht. Tut mir leid, obwohl es echt ein mega gutes... Oh mein Gott, will die mich verarschen? Das ist von... Oh mein Gott. Und bitte sag mir nichts, sie wollte aufschreiben, dass sie mehr reintut, obwohl sie ein Evil Unicorn, ein Flared Unicorn reingetan hat. Wow.
Also hier gibt es einen Bell Dragon, eine Mega Neon Turtle, hier ist ein Arctic Reindeer und da ist auch ein Parrot. Mädel, wir sind nicht blind. So Leute, das ist auf jeden Fall ein ernsteres Thema und dazu wollte ich mich auf jeden Fall auch mal äußern. Und zwar kriege ich sehr viele Kommentare auch von Eltern, die immer so schreiben, dass sie auch Kinder haben, die denen es eben nicht so gut geht. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich immer sage, was da ist. Und dann ist das für die Kinder eben einfacher und die finden das toll, dass ich das immer so gut beschreibe. Dann können sie sich das auch gut vorstellen. Und ja, genau. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Kann man direkt irgendein Pet raus? Nämlich, ich hole einfach mal meinen Ride Parrot raus. Ja, es ist wirklich kein Flex. Also ich verstehe jetzt nicht, was du daran einen Flex findest, weil wozu sind meine Pets da, damit die in meinem Inventar rumbleiben? Nein, ich hole die auch raus, damit ich angetradet werde und Offers bekomme. Also das ist überhaupt kein Flex. Also ich verstehe jetzt nicht, was du daran einen Flex findest. Mal gucken, was er jetzt reinfuhrt. Ein Flared Evil Unicorn. Okay, das hat er jetzt wieder rausgetan und wieder reingetan. Ich sag mal, okay, jetzt gibt er noch einen Ride Braunbär. Aber das mache ich leider nicht. Tut mir leid, obwohl es echt ein mega gutes... Oh mein Gott, will die mich verarschen, das Swan... Oh mein Gott. Und bitte sag mir nichts, sie wollte aufschreiben, dass sie mehr reintut, obwohl sie ein Evil Unicorn, ein Flyride Unicorn reingetan hat. Wow. Es ist eben meine Meinung und ich fand es in dem Moment einfach ein Lose. Kommen wir nun zum nächsten TikTok. Mit diesem TikTok wollte ich euch mal zeigen, warum es eigentlich Hate-Pages gibt, nämlich für Klicks und Likes. Ist echt sehr traurig, aber ja, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal... Ich wollte in diesem Video einfach mal Dankeschön sagen für, dass ich halt locker jede Minute wieder ein Like bekomme und danke einfach. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also vielen, 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 vielen Dank. Ja. Irgendwann mal werde ich mich auch zeigen, vielleicht. Kann sein, vielleicht. ja, auf jeden Fall danke, danke, danke. Kommt mir sehr bekannt vor. Und würden wir es schaffen, heute noch 50 Follower zu knacken? Geht das? Ist es möglich? Und kann mir jemand in die Kommentare schreiben, falls ich auf For You bin oder so? Dass ich halt auf For You bin. Das wäre mega, mega nett. Mega, mega nett? Auch das habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber wenn ihr das nicht möchtet, also wenn ihr das halt nicht schreibt, ist auch ganz okay so. Müsst ihr nicht, ja. Auf jeden Fall, ciao, ciao. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Ciao. Kommen wir nun zum nächsten TikTok. Jetzt kommen wir zu einem TikTok, was mir auf jeden Fall persönlich am besten gefällt, weil die hat mich echt mega cooler zusammengeschnitten. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal, weil immer wenn ich das gucke, muss ich so dolle lachen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Gott, ich war eine Neon-Giraffe, yay! Wir ignorieren jetzt einfach, wie sie rumbackt in der Straße, ne? Leute, jetzt müsst ihr immer sagen, zeig deine Neon-Giraffe, weil wirklich ganz, ganz wenige haben eine Neon-Giraffe. Was laberst du? Nicht ganz wenige haben eine Neon-Giraffe. Es gibt voll viele Leute, die haben eine Neon-Giraffe. Du bist nicht die Einzige. Ich habe eine Neon-Giraffe jetzt, also merkt euch das, Leute. Oh mein Gott, Leute, da muss ich immer so lachen, wie die mich so geschnitten hat. So. Ich habe eine Neon-Giraffe. Übertreiben, ja, ich habe eine Neon-Giraffe. Ganz wenige haben eine Neon-Giraffe. Ich habe eine Neon-Giraffe. Ja, wir haben es verstanden. Ist ja cool und so, aber man kann es auch übertreiben, ne? Und zwar verlose ich diese Ride Potion hier. Was ihr dazu tut, ist einfach Hashtag Ride Potion in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr die. Kommen wir nun zum Gewinnspiel vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe hier Hashtag Albino Betting geschrieben. Und ja, mal gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist... Dennis Windy. Und ja, ich suche ihn jetzt mal. Okay, Leute, hier ist er. Und ja, ich schreibe ihm jetzt mal... Du hast... die Albino-Bet gewonnen. Wie ist dein Username? Okay, Leute, ich habe mir das jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.